Und willkommen zu einem neuen Power Ranger Review. Diesmal wieder zu Power Rangers Zeo. Und zwar zu dem Warrior Wheel und Auric. Okay, bei Auric handelt es sich um die kleine Variante. Halt Mini Auric. Aber meiner Meinung nach reicht das, weil der große Unterschied halt zum großen Auric ist erstens die Größe und zweitens. Moment. Und zweitens, Auric hätte hier in der Mitte ein Loch, wo man halt eben so diesen Schlüssel reinsteckt zur Verwandlung. Aber die Verwandlung an sich ist die gleiche wie halt dieser Auric. Wie man sieht, Auric stellt jetzt so einen Steinkopf dar, wie halt auf diesen Osterinseln. So ein blauer Steinkopf. Gut, ist Geschmackssache. Von der Größe her ist dieser Steinkopf so knapp, ja, 11, 12 cm groß. Das Warrior Wheel ist 10 cm groß. Zur Verwandlung muss man hier hinten einfach nur diesen Schalter runterdrücken und dann sollte er sich verwandelt. Wobei diese Auric-Variante, also meiner zumindest, so ein bisschen klemmt. Also man drückt es hinten. Dann sieht man halt mit ein bisschen Hilfe. Klappt, also es sollte eigentlich alles gleichzeitig klappen, aber gut. Also seine Beine klappen raus. Der Kopf klappt zu so einem Cape um, was eigentlich ganz gut aussieht. Und halt sein Kopf klappt hoch. Und ja, Auric sieht halt eben aus wie so ein Ritter. Ist eine nette Sache. Trotzdem, ja, die Verwandlung von diesem Steinkopf in diesem Ritter ist jetzt Geschmackssache, glaube ich. Ist eine nette Figur und mir persönlich reicht diese kleine Auric. Ist Geschmackssache. So, zum Warrior Wheel. Also, ich habe noch was Kleines hinter dem Warrior Wheel versteckt und zwar die kleine Variante vom Warrior Wheel. Zeigen wir erstmal die normale. Halt wie man sieht, es spiegelt, es ist halt eben Chrom, man kann halt alles drin sehen. Jetzt sieht er gerade meine Kamera. Also sehr gut, also spiegelt super das Chrom, sieht sehr nett aus. Zur Verwandlung, man sieht hier unten diese zwei roten Pins. Wenn die jetzt auf den Boden kommen, dann aktivieren sie halt einen Verwandlungsmechanismus, also es läuft alles automatisch. In der Serie rollte irgendein Sort, also der Zeo Super Megazord oder der normale Zeo Megazord, rollten halt das Warrior Wheel, was halt nicht von einem Ranger gesteuert wird, rollten es und dann verwandelte es sich. Also man kann es auch jetzt so richtig nehmen und dann rollen, das hält es aus, aber ich mache es jetzt nur mal so ein bisschen. Und wenn es dann eben umfällt, dann klappt es eben automatisch hoch. Also es funktioniert alles eben automatisch. Hier sieht man halt seine Arme und Hände. Und die Figur an sich sieht halt auch so ein bisschen wie ein Rugby-Spieler. Sehr nett. Gefällt mir sehr gut. So, jetzt kommen wir zu dem Kleinen. Hier sieht man einfach, hat leider nicht so einen ausgereiften Mechanismus, sondern einfach hier nur ein Hebel, den man nach oben drückt. Und wenn man das hier halt macht, kommt die Mini-Variante zum Vorschein. Hier muss man noch die eben Beine rausziehen, die Arme so ein bisschen ausklappen. Und dann hat man diese kleine Variante, die jetzt halt eben gedrungener aussieht und ein bisschen anderen Kopf. Also der Kopf haben sie versucht gleich zu machen, aber doch ein bisschen. Er sieht halt eben kleiner, gedrungener aus. Sieht ehrlich gesagt sehr witzig aus. Ist jetzt auch nicht wirklich groß. Also wenn man jetzt nur so vom Kreis erstmal geht. Der Kreis ist ungefähr so 5 cm. Und als Sort ist er ungefähr 11 cm. Also ist ein Zentimeter größer als das Warrior Wheel im Rad, in diesem Kampfrad-Modus. Ist ganz nett, wenn man sieht, sie haben versucht halt eben alles gleich zu machen, bis auf eben hier das Chrom.
Gut, und er fällt auch gerne um. Also man kann die Beine besser eben noch auseinanderziehen, damit er halt besser steht. Man sieht, hier hat man eben normales graues Plastik. Ist aber halt eine nette Variante. Und ja, sieht halt eben sehr lustig aus. So ein bisschen wie der kleine Bruder vom echten Warrior wie so. Weiß ich nicht. So nach dem Motto, Bruder, nehme ich an der Hand. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kleine Review gefallen. Ich sage Tschüss, bis dann.